So, hallo, hier ist Christian Schmeier, Psychotherapeut, Paartherapeut und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Kann auch in die Selbstliebe-Challenge einsteigen, die Party kommt, dann haben wir noch den Live-Tag in Hamburg und der Notfallkoffer kommt bald raus. So, und schon geht's ins Video. Heute geht's um das Thema: Ich bin so glücklich alleine inzwischen. Das sind Probleme. Hallo Christian, ich habe letztes Jahr im Sommer deine Produkte zum Thema Liebessucht gekauft und durchgearbeitet. Guck nicht nur die Videos, ich sag's dir mal. Ich passte ganz gut in das Schema Liebessucht, emotional abwesender Papa und überforderte Mama in meiner Kindheit. Ich hatte zwei längere Beziehungen in meinem Leben. Eine dauerte 5 Jahre und da war es im Nachhinein betrachtet so, dass meine Partnerin eher Richtung co-abhängig tendierte und die letzte Beziehung endete letzten Sommer und dauerte 2 Jahre. Da war ich definitiv der liebessüchtige Part. Ich habe jemanden gedatet, die Borderline-ähnliche Züge hatte und wir hatten eine Fernbeziehung versucht. Das funktionierte gar nicht. Hatte das Gefühl, ich werde benutzt, um ihre Aufgaben hier zu erledigen und sie fühlte sich eingeschränkt, weil ich immer Druck gemacht habe, weil ich mehr von ihr erwartet hatte als 2 Nachrichten mal am Tag. Ja, ich hatte die typischen Anzeichen, dass ich abhängig von ihr war und die Beziehung war definitiv toxisch. Darüber möchte ich aber nicht in erster Linie sprechen. Die Beziehung ist jetzt circa 7 Monate her und ich habe mein Leben wieder im Griff. Also mein Job macht wieder Spaß, ich habe viele Freunde und Hobbys und alleine sein macht mir nicht mehr so viel aus. Das nennt man ein nice, geiles Leben. Noch wichtiger, ich lasse mir nicht mehr auf der Nase herumtrampeln wie früher und habe meine Standards, die ich bereit bin durchzusetzen oder zu gehen. Jetzt ist es momentan so, dass ich alleine total glücklich bin und niemanden brauche in meinem Leben. Ich sage ja immer, das Ziel meiner Arbeit ist, dass ihr in und außerhalb von Beziehungen euch wohlfühlt. Auch außerhalb. Es geht nicht darum, ob man in einer Beziehung ist. Überhaupt nicht. Ihr sollt glücklich sein. Seit langem bin ich wirklich sehr glücklich Single. Ja, Mission completed. Ich habe Angebote von Frauen, die gerne mehr wollen, aber ich möchte nicht. Dieses Gefühl ist ungewohnt und macht mich etwas unsicher. Ich fühle mich total unabhängig und habe wenig Interesse an einer Beziehung. Kannst du was dazu sagen? Ja, genieße es und die richtige wird schon kommen. Und genieße es wirklich, weil das wird dir viel Kraft geben, viel Energie geben. Und wenn du, da wird irgendwann jemand kommen, wo du dann doch dich verliebst. Da würde ich mich gar nicht drum kümmern. Das passiert dann einfach. Und dann ist der nächste Schritt für dich wahrscheinlich zu gucken, ob du diese Unabhängigkeit, die du jetzt als Single hast, ob du die auch noch in einer Beziehung behalten kannst. Das wird wahrscheinlich dann der Step sein, wie weit du gekommen bist. Und bis dahin, genieß dein Leben. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.